So, hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin's, euer Daudinato, und ich darf euch recht herzlich begrüßen zu einer weiteren Folge The Evil Within 2. Hier bei der letzten kleinen Mission, um ins Opernhaus zu kommen. Bin mal gespannt, was jetzt für eine Aufgabe auf mich wartet. Wir müssen sein Kunstwerk zerstören, um seine Aufmerksamkeit zu bekommen. Was passiert jetzt? Ach, das gleiche nochmal. Ich denke, diesmal geht's links herum. Man sieht halt nicht überall, wo es da lang geht, aber ich denke mal, das ist machbar. Ich glaube, das war's schon, oder? Oh, eben wollte gerade sagen, da ist nämlich noch einer. War doch nicht so einfach. Ach, Kacke, Mann. Muss man fast einmal drum rumlaufen? Okay, es gibt ja nur einen Durchgang und das ist ja der, also wenn du da das so siehst, da geht's nicht durch. Das ist jetzt sehr seltsam. Machen wir's mal kaputt, ne? Lecker, die zweite. Jetzt können wir das Theater betreten, ne? Das heißt, wir müssen... Beide zerstört. Das dürfte funktioniert haben. Zurück zum Theater. Mal sehen, ob ich reinkomme. Jetzt habe ich aber keine Munition mehr, Mann. Zumindest nicht in der Schrotflinte. Hey, gibt's noch einen Boni irgendwie dafür, dass ich jetzt das gemacht habe oder so? Wahrscheinlich nicht, ne? Aber da habe ich noch Munition liegen lassen. So, was ist die andere alte? Ah, ich höre sie schon. Können wir mal gerade mal gucken, ob wir hier lang kommen. Müsste eigentlich auch gehen. Oder wie sieht's denn aus? Jo, müsste auch gehen. Jetzt, jetzt, Moment mal, da ist noch so eine scheiß Statue, die man finden kann. Die kann man zerstören und dann kriegt man was. Ein Schlüssel. Leichenschrankschlüssel. Mit diesem altmodischen Schlüssel kannst du Leichenschränke im Schwester Tatjanas Leichenhalle öffnen. Mich nur ganz leicht gesehen. Ah, einer kommt gelaufen. Ah, der macht nicht so viel. Ja, jetzt gehen wir erstmal in das Theater. The Grand Theater. Das große Auge, immer wachsam über uns. Ich
Ich habe ja eigentlich die größte Angst, dass das Spiel schon bald vorbei ist. Weil da habe ich nämlich echt keine Lust drauf, weil es ist nämlich so spannend. Da ist sogar noch... Ah, Moment. Nein, nicht reingehen. Da war noch ein richtig geiles Bild aus dem Dracula-Film. Geh gerade wieder raus, du Sack. Oh nein, ist zu. Oh nein. Oh. Da war... muss hier irgendwo sein. Jo, der wird hier halt irgendwo sein, ne? Kapitel 8. Die Premiere. Und hallo und herzlich willkommen. Sie wagen es, meine Ferke zu zerstören. Ein bisschen. Glauben Sie, ich beuge mich? Genau wie Sie. Sie dachten, Sie könnten mich zu etwas formen, was ich nicht bin. Was Sie hier erschaffen haben, ist atemberaubend. Sie haben es vergeudet, weil Sie keine Fantasie hatten. Weil Sie keine Künstler sind. Sie wollen mich kontrollieren, mich manipulieren. Und sie wollen mich aufhalten. Aber sie haben versagt. Denn mit der Macht des Kerns kann ich auf ewig Kunst erschaffen. Heul nicht rum. Spackkacken, Alter. Ohne Witze. Du kriegst eine Kugel zwischen die Augen. Ah. Ein bisschen Munition wäre halt nicht schlecht, aber die werden wir, denke ich, am Anfang von der Instanz kriegen, werden wir die kriegen wahrscheinlich. Irgendwie sieht die Tür komisch aus. Ich glaube, da sollten wir durchgehen. Vielleicht geht's aber noch einen Stockwerk hoch. Mal gucken. Umgucken, Leute. Immer umgucken. Ah. Darauf habe ich mein ganzes Leben gewartet. Beide Leben lang. Kein Abrackern mehr. Keine ahnungslosen Kritiker. Kein Zwang, sich länger den idiotischen Meinungen unreifer... Ja, bla bla. Das ist hier genau da. Darauf habe ich mein ganzes Leben gewartet. Darauf habe ich mein ganzes Leben gewartet. Beide Leben lang. Kein Abrackern mehr. Keine ahnungslosen Kritiker. Kein Zwang, sich länger den idiotischen Meinungen unreifer Grünschnäbel zu beugen. Keine Ablehnung mehr durch plumpe Einfallspinsel. Endlich habe ich die Freiheit, das zu sein, was ich immer war. Ein Künstler. Und mir steht die beste Leinwand aller Zeiten zur Verfügung. Endlich wird der Name Stefano Valentini in aller Munde sein. Ich hab ein bisschen einen an der Waffel, der Typ. Vor allem bei dem Bild hier. Ah, hallo, was liegt denn hier noch Schönes rum? 50 Werkzeugteile. Die steigen auch komischerweise immer mal wieder ein bisschen wert. Im Wert. Da hinten liegt noch was. Hab's ganz genau gesehen. Ah ja, das kann man gut gebrauchen. Und dann hineinspaziert zur Premiere. Was zur Hölle macht er mit diesen Leuten? Diese Jagd war unterhaltsam. Aber selbst die beste Unterhaltung muss einmal enden. Das Mädchen, wo ist sie? Ein Lob, dass Sie es so weit geschafft haben. Wäre Hartnäckigkeit eine Kunstform, wären Sie ein Meister. Vielleicht kein Michelangelo, aber mindestens ein... Genug von diesem Kunstmist! Wo ist sie? Der Kern ist sicher bei mir. Ich habe sie auf seinen Befehl mitgenommen. Aber seit ich das Ausmaß ihrer Kräfte kenne, wie könnte ich sie da gehen lassen?
Was ich tue, ist wichtiger als bloßer persönlicher Gewinn. Er könnte das niemals verstehen. Er? Wer ist er? Unwichtig. Er wird nicht mehr lange hier sein. Mein Werk allerdings wird fortgesetzt. Picasso hatte seine blaue Phase. Ich bin jetzt in meiner blutroten. Scheiße! Nein! Stopp! Erblicket meine neueste Kreation! Nein! Absolut krank. Bouquet aus Fleisch und Blut. Sie krankes Schwein! Wie kann ich das je übertreffen? Ich finde einen Weg. Ihre Furcht ist so inspirierend. Nichts befeuert Kreativität so sehr wie das Verderben der Unschuld. So, jetzt machen wir den Hannes platt, hä? Sie bekommen sie nicht. Sie würden ihre Macht nicht nutzen. Sie sind ein verständnisloser Neandertaler. In ihren Händen ist sie nutzlos. Autsch. Oh, shit. Ich knöpfe ich mir vor, du Arschloch. Ja, aber ohne Witze. Ja, die Physik gilt da irgendwie anders, ne? Aua. Ach, das ist das Ding. Noch besser. Scheiße, machen wir kurz einen Cut hier. Bis gleich. So, hallo meine Freunde, willkommen zurück. Nachdem es ja letztens abgekackt ist, müssen wir jetzt hier durch. Wir wurden dann noch erschlagen, aber naja, gut. Jetzt schauen wir mal, ob wir da im Prinzip gut geschmeidig durchkommen. Ah, okay, der blaue Schein ist in dem Fall der Triggerpoint. Also wir dürfen uns nicht von dem blauen Schein erwischen lassen, sonst werden wir erschlagen. Das ist natürlich schon mal gut zu wissen, ne? Ja, das wird ja lustig. Ich habe mir drüber mal ein Video angeguckt über diese Folge. Da war das irgendwie einfacher. Zumindest sah es einfacher aus. Es hat was von Herr der Ringe irgendwie. Thank you.
siehst mich nicht. Whoop. Oh nein! Ah, super. Jetzt bin ich ja tot. Jetzt bin ich tot. Da war ich platt, wa? Wir sind ja jetzt schon bei Kapitel 8, die Premiere. Sebastian kehrt zum Theater zurück, um Stefano zu konfrontieren, der tatsächlich noch verstörter und verrückter ist, als Sebastian es sich vorgestellt hat. Ja, der ist halt ein bisschen durch, ne? Ich muss da runter. Lass mal schauen, ey. Ganz schön tricky, du. Ja, was ist tricky? Ich darf halt nicht in den blauen Schein reinkommen. What the fuck? Was ist jetzt passiert? Ah, er läuft selber jetzt. So, gepackt. Okay, wo zum Teufel ist er hin? Jetzt schauen wir mal, was wir so an Munition haben. Nicht mehr viel. Nicht mehr viel, dann laden wir gerade mal noch nach. Nicht mehr viel. Wir müssen uns voll auf unsere Handfeuerwaffe versteifen. Und gehen wir jetzt da rein. Aha. Ah, cool. Ich habe nochmal eine Möglichkeit, mich nochmal ein bisschen zu pimpen. Nutzen wir doch gerade mal. Was war das denn? Solange es noch ein bisschen Loot gibt. Ich weiß nicht, da liegen die ganze Zeit irgendwelche Sicherungen noch rum. Hier ist auch noch was. Spritzen haben wir genug. So, jetzt sind wir erstmal wieder in meinem Zimmer. Miau. Miau, miau, miau. So, okay. Schrotpatronen würde ich gerne noch ein paar machen. Jetzt gucken wir mal, ob wir uns noch ein bisschen pimpen können. Mit grünem Gel. 4000 Hammer. Vielleicht reicht's für was. Aber ich habe noch einen Schlüssel gefunden, den ich der Alten da, glaube ich, geben kann. Hä? Wo ist sie? Sie haben etwas mitgebracht. Ah ja, genau. Ein Schlüssel? Exzellent. Manche Schlüssel führen zur Erleuchtung. Aber dieser gehört nicht dazu. Dieser ist eher weltlich, aber dennoch nützlich. Ah, jetzt kann ich es mir aussuchen. Na los, öffnen Sie einen. Sein Inhalt ist in Ihren Händen besser aufgehoben als hier unter Verschluss. Och.
Ihnen steht eine Ihrer größten Herausforderungen bevor. Sind Sie bereit? Mit Ihrer Hilfe? Hoffentlich ja. Sie brauchen mehr als meine Hilfe. Vielleicht können Ihnen noch andere helfen, die das gleiche Ziel haben. Ich habe noch niemanden getroffen, falls es Sie überhaupt gibt. Und ich kann nicht auf Sie warten. Hoffentlich sind Sie bereit. In Ihnen ist noch so viel Wut und Unsicherheit. Vielleicht. Aber Lily braucht mich. Ich muss es versuchen. Und wenn Sie dabei sterben? Das habe ich nicht vor. Wenn ich sterbe, dann komme ich zurück und verfolge ihn in seinen Albträumen. Also, 4000 Gel haben wir noch. Wir können uns noch ein bisschen pimpen. Athletik vielleicht. Na, das war doch schon mal praktisch, ne? Mit den 1000 kann man, glaube ich, nichts anfangen. Kann ich mir nicht vorstellen. Seht, was es kostet, 4000. Brauchst mindestens schon 4000, um dann in die nächste Stufe ranzukommen. Okay. Ich habe jetzt aber nochmal 10-mal Schwarzpulver, dadurch, dass ich den Schlüssel da gefunden habe. Hätte ich gewusst, dass in diesen kleinen Scheißstatuen irgendwie Schlüssel drin sind oder so, die man dazu verwenden kann, im Prinzip Sachen zu basteln. Dann hätte ich da auf jeden Fall mal geguckt. Ich könnte nochmal mein Glück probieren. In der Schießarena. Um im Prinzip mich noch ein bisschen was zu pimpen. Aber ich kann es ja eh nicht. Ach, die Ratte. Ja, das ist halt schon... Das war aber ein wenig zu hoch, Detective. Ein Detective zielt nie zu hoch, ebenso wenig zu niedrig. Ich habe ein bisschen grünes Gel erhalten. Das Problem ist halt, das Ding ist halt nicht gut, ne? Immer auf die Nüsse! Auf. Was ist denn das jetzt? Was ist denn das jetzt? Eben, ich. Ich kann einfach mit dem Controller nichts anfangen. Nichts verlernt. Das gab noch mal ein bisschen grünes Gel. Das ist Training. Ah. Aber das wird noch mal schwerer. Die alte abgeschossen. Oh, scheiß Controller. Oh, komm, bleib da, bleib da. Oh,
Oh Mann, ich kann das einfach nicht. Ich bin einfach zu schlecht, mit dem Controller zu zielen. Ja. Ich bin einfach zu schlecht. Nichts verlernt. Nice Spruch, aber nicht genügend Waffenteile. Ja, egal, wir gehen jetzt auf jeden Fall erstmal wieder raus. Und jetzt pimpen wir uns noch ein klein bisschen. Ich glaube, die Waffe kann ich auch gerade nochmal verbessern, ein bisschen. Ich habe 290 Waffenteile. Ich glaube, ich tue jetzt noch die Schrotflinte auf Stufe 2 pimpen. Ich war zum Teil ganz wahrscheinlich nichts anfangen, gell? Rauchbolzen bringt auch nicht viel. Grünes Gel, ich weiß jetzt gerade gar nicht, vielleicht haben wir wieder genügend grünes Gel. Gucken wir mal rein. Nächsten Schritt muss ich nämlich gegen den Stampf. Castellanos. Schön, Sie wiederzusehen. Im nächsten Schritt muss ich nämlich gegen den Stefano antreten. 3500. Reicht wahrscheinlich für nichts. Reicht für nichts. Nächster Schritt. Ich brauch 500 Gu, damit ich da im Prinzip weitermache. So Leute, wir haben die Zeit jetzt ein bisschen schon überschritten. Ich hoffe, die Folge hat euch trotzdem ein bisschen gefallen. Auch sorry wegen dem kurzen Abbruch. Das Spiel ist einfach hängen geblieben. Wir machen dann in der nächsten Folge weiter und kämpfen dann gegen Stefano Valentini. Und ja, wir sehen uns dann wieder, Leute. Schaut bei Twitter bitte vorbei, dann wisst ihr Bescheid, wann eine neue Folge rauskommt. Wir sehen uns, Leute. Haut rein. Ciao.